Hast du das gerade gehört? Was denn? Was denn? Na, dass die Chefin mich gerade beschimpft hat, vor den anderen Kollegen. Obwohl ich manchmal Fehler mache, kann sie so nicht mit mir sprechen. Ja, stimmt. Es war respektlos. Aber sie ist die Chefin. Jetzt hör mal auf. Ich sage dir, ich akzeptiere das nicht länger. Was fällt dir eigentlich ein? Okay, sie ist meine Chefin. Trotzdem kann sie doch normal mit mir sprechen. Mit Herrn Müllern hat es solche Probleme nie gegeben. Obwohl er der Chef war. Aber diese Frauen... Naja. Was denn sonst? Männer gehen arbeiten. Frauen machen den Haushalt. Dafür gibt es gute Gründe. Dann macht jeder, was er am besten kann. Jetzt mal langsam. Ich sehe das ganz anders. Meine Tochter Selma arbeitet und möchte bald studieren. Und ich bin sehr stolz auf sie. Ich rede ja gar nicht von deiner Tochter. Gegen die habe ich ja gar nichts. Aber so eine Situation wie gerade wäre mit dem letzten Chef nicht passiert. Der war total anders. Ibrahim? Ibrahim? Ibrahim! Hey! Ja? Ja, ich brauche bitte einen Krankenwagen. Ein Kollege von mir ist gerade umgekippt. Ich weiß nicht.